Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Es gibt ab heute neue Kaltblüter und ich finde sie jetzt schon super, super schön, denn hier im Hintergrund haben schon zwei die Kaltblüter gekauft und ich würde sagen, wir werden uns jetzt auch mal auf den Weg begeben und diese neuen wunderschönen Pferde auch mal anschauen. So, ich begebe mich jetzt hier zum Stall und ich bin jetzt schon irgendwie total geflasht von den neuen Pferden, die ich jetzt hier so rundherum gesehen habe, die schon rumlaufen. Und ich möchte mir, glaube ich, jetzt schon super gerne eins kaufen, aber ich werde höchstwahrscheinlich zu wenig Starcoins haben dafür. Aber trotzdem möchte ich mir sie mal gemeinsam mit euch angucken. Da ist das erste. Ich muss nur erstmal ein bisschen durchkommen. Okay, mal gucken. So, schau hoch. Oh, die Farbe gefällt mir jetzt schon mal sehr, sehr gut. Nordschwedisches Kaltblut. Oh mein Gott, bist du schön. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Ich bin ja sowas von verliebt. Sieht das toll aus. Stärke 4, Disziplin plus 2, Ausdauer plus 2 und natürlich Kälte beständig. Das nordschwedische Kaltblut ist eine alte Rasse, die für Feld- und Waldarbeit gezüchtet wurde. Seine Ursprünge liegen in der Landwirtschaft des nördlichen Skandinaviens. Herkunft und Umwelt haben das norwegische Kaltblut zu einem standhaften, herzlichen Pferd mit einem sanften, kooperativen Charakter gemacht, damit es ein perfektes Freizeit- und Familienpferd ist. Diese beweglichen Schwergewichter glänzen in allen Disziplinen, wie zum Beispiel Sprungreiten, Reiten auf Westernart, Dressur und sogar im Rennen. Oh, ist das schön. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich möchte das kaufen. 749, das dauert noch 2 Wochen. Okay, 2 Wochen sparen, dann nordschwedisches Kaltblut kaufen. Also, liebe Leute, in 2 Wochen gibt es auf jeden Fall ein Pferdekauf-Special. Ich muss mir dieses wunderschöne Pferd kaufen. Ich gucke mir aber nochmal die anderen beiden an, aber das ist schon richtig schön und ich liebe die Farbe und... Oh. Also, Begeisterung pur auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier noch? Ein schwarzes. So, guck hoch. Guck hoch, mein kleines Pferdchen. Ich finde aber die ganze... Struktur auf dem Pferd, also das Feld, haben sie richtig schön gemacht. Oh mein Gott, das sieht ja auch wunderschön aus. Wie soll ich mich denn da entscheiden? Die Mähne gefällt mir richtig gut. Dieser schöne Farbverlauf von dunkel zu etwas heller. Sehr, sehr schön. Oh mein Gott, bist du schön. Ich sag heute wirklich viel oh mein Gott, glaube ich. Das tut mir sehr leid. Aber ich habe das immer, wenn ich so begeistert bin von irgendwas, dann kann ich nicht anders. Du bist wunderschön. Ein wunderschön. Und die Augen sehen auch so schön aus. Oh nein, ich brauche die. Ich muss die unbedingt haben. Okay, das wären die beiden. Jetzt gehen wir nochmal schnell nach Fort Pinter. Denn dort gibt es noch eins. Und da bin ich sehr gespannt, welches das sein wird. Ich habe nämlich noch gar keine Bilder so richtig gesehen und habe nicht geschaut, welche Farben es gibt. Aber ich finde die beiden schon richtig schön. Oh, jetzt bin ich echt... Ich bin echt hin und her gerissen, aber ich möchte eigentlich super ungerne Starcoins kaufen, weil ich finde das einfach viel zu teuer. So, wo haben wir denn Fort Pinter? Okay, aber es sind ja nur noch 2 Wochen und dann hätte ich die Starcoins auf jeden Fall zusammen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht und 2 Wochen aushalten, das werde ich schon schaffen eigentlich. Und es ist ja nun auch bald... Samstag wieder. Das heißt, eigentlich nur noch 1 Woche warten. Okay, hier ist es. Oh, die Färbung ist auch schön. So, warten wir mal, bis es hochguckt. Oh, auch sehr schön. Oh mein Gott. Bist du... Sie sind alle 3 super schön. Was soll ich denn da nehmen? Okay, was ich jetzt nochmal machen werde, ich werde mal eine Umfrage für euch starten. Und das Pferd, das die meisten Stimmen hat, das werde ich mir in ungefähr 1,5 Wochen kaufen, wenn ich die 800 Starcoins dann zusammen habe. Also das wird ungefähr, lasst mich kurz überlegen, jetzt am Samstag habe ich 700 Starcoins und den Samstag darauf habe ich 800. Also wird es höchstwahrscheinlich dann... entweder am Montag oder Mittwoch das Video dazu kommen. Solange habt ihr Zeit doch mal zu... auszuwählen und abzustimmen, welches Pferd ich mir da kaufen soll von den 3, weil ich finde wirklich alle 3 wirklich sehr, sehr schön. Auch hier die weißen
Färbungen mit auf dem Fell. Sieht echt sehr schön aus. Erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an das Urpferd von der Färbung her. Von diesen, ja, manche haben gesagt Pilze. Manche haben gesagt, es sieht aus wie ein Pfirsich. So ein bisschen erinnert mich das da dran. Sehr, sehr schön. Gefällt, oh, süß. Einfach super süß. Ich finde alle drei schön, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde alle drei sehr, sehr schön. Wobei die ersten beiden vielleicht noch ein kleines bisschen hübscher sind. Aber das ist natürlich auch überhaupt nicht zu verachten. Okay, es steht auf jeden Fall fest. Eins der drei Pferde wird es bald sein. Oh, guck mal, hier ist nochmal das Schwarze. Und die Lola hat hier nochmal das Schwarze. Das ist auch sehr schön. Oh ja, ist das schön. Einen ganz schön wuchtigen Po. Super hübsch. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Hätte ich gewusst, dass da neue Pferde jetzt rauskommen, dann wäre ich nicht nochmal zwischendurch shoppen gegangen für irgendwas. Weil ich glaube, ich hatte mir irgendwas gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich mir gekauft habe, aber irgendeine Kleinigkeit hatte ich mir gekauft. Dann hätte ich mir vielleicht jetzt ein Pferd kaufen können. Okay, müssen wir 2 Wochen knapp warten. Bitte einmal die Umfrage beantworten, die ich mit hier reinschreibe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil von Star Stable wieder. Am Freitag gibt es übrigens dann die Pferde-Shopping-Folge für den Araber. Und da habe ich auch ein ganz, ganz tolles Outfit rausgesucht. Ja. Oh, guck mal, hier ist nochmal das andere. Oh, die haben einen geschnittenen Schweif. Guck mal, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass wir das jetzt nochmal sehen können. Aber ich mag auch die Fellfärbung echt sehr, sehr gerne. Sie sehen einfach schön aus. Guck mal, jetzt haben wir hier beide nochmal drauf. Super süß. So kleine Pummelchen so ein bisschen. Okay, wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.